Predigt für den 1. Januar 2017. Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 31. Dezember 2016. Wer Falschmeldungen, sogenannte Fake News, verbreitet, soll nach dem erklärten Willen von Personen wie dem Justizminister Heiko Maas mit Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen belegt werden. Internetunternehmen wie Facebook und Twitter sollen die Verbreitung von Falschmeldungen möglichst verhindern. Andernfalls werden die Internetunternehmen bestraft. Politik und Justiz wollen also künftig noch energischer dafür sorgen, dass überall nur noch die staatlich bestimmte Wahrheit zu finden ist. Zugegeben, die Bedeutung der Wahrheit lässt sich unmöglich überschätzen. Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und: Wenn ihr in meiner Lehre verharrt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Doch wie glaubwürdig ist die BRD selbst? Immerhin lässt sich nicht leugnen, dass permanent von zahlreichen arbeitsfreudigen Gruppen massive, radikale Kritik an der BRD geäußert wird. Etwa zu den Themen Klimalüge, Impflüge, Flüchtlingslüge und so weiter. Ist Kohlendioxid ein Klimakiller? Und gibt es überhaupt eine globale Erwärmung oder gar eine Klimakatastrophe? Bieten Impfstoffe eigentlich wirklich umfassenden Schutz? Und sind Impfstoffe wirklich nicht gesundheitsschädlich? Vor was genau fliehen eigentlich diejenigen, die von den Politikern als Flüchtlinge bezeichnet werden? Und wie sieht es mit der Straffälligkeit dieser Zugereisten aus? Zugegeben, nicht jeder kann solche Fragen sofort unzweifelhaft richtig beantworten. Außerdem, unter den zahlreichen Aktivisten gegen Klimalüge, Impflüge, Flüchtlingslüge und so weiter, gibt es viele, die selbst auch mit ganz offensichtlich völlig absurden Ideologien hausieren gehen. Zum Beispiel werden seitens vieler Aktivisten auch verleumderische Parolen gegen die Kirche geschleudert oder heidnische Kulte propagiert, was sicherlich nicht zur Glaubwürdigkeit dieser Aktivisten beiträgt. Politik und Justiz könnten gerade hier jeden Anschein von Unglaubwürdigkeit ausnutzen, um gegen Fake News vorzugehen. Nun gibt es allerdings auch die katholischen Dogmen, also die unfehlbaren kirchlichen Lehrsätze. Einige Dogmen sind für den Menschen nicht durch die bloße Vernunft erkenntlich. Trotzdem müssen auch diese Lehren auf die Autorität des offenbarenden Gottes hin geglaubt werden. Weil Dogmen unfehlbar wahre Sätze sind, ist es auch rein logisch völlig unmöglich, dass der Sinn eines Dogmas sich irgendwie ändert. Wir gehen also die selbsternannten Wahrheitswächter der BRD mit der von Gottes Autorität getragenen Wahrheit um. Natürlich gilt, selbst wenn man die Kirche nicht für unfehlbar hält, kann und muss man rein innerhalb der elementaren Logik bleiben. Ganz konkret, weil die wahre Kirche selbst bestimmte Sätze als unfehlbare Lehre erklärt hat, kann eine Gruppe, die sich ganz ausdrücklich gegen diese unfehlbare Lehre wendet, nicht die wahre Kirche sein. Und genau dort setzt die BRD an. Die BRD weiß bewiesenermaßen definitiv unanfechtbar, dass eine bestimmte Firma eines sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils Häresien verbreitet und dementsprechend gar nicht die katholische Kirche ist. Das heißt, die BRD hat gar keine andere Möglichkeit, sondern vielmehr die dringende Pflicht, dieser notorisch antichristlichen Firma den Titel katholische Kirche zu verweigern. Aber ganz im Gegenteil verbreitet die BRD trotz allem hartnäckig die Falschmeldung, dass diese heretische Firma die katholische Kirche sei. Mögen also Themen wie Klimalüge, Impflüge, Flüchtlingslüge und so weiter auch noch so wichtig sein, gemäß dem Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche geht es bei der Frage nach der wahren Kirche um das ewige Seelenheil. Die Kirche lehrt ausdrücklich: Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Extra ecclesiam nulla salus. Doch die BRD begnügt sich nicht mit dieser permanenten ungeheuerlichen Fake News, dass eine notorisch antichristliche Firma die katholische Kirche sein soll. Obendrein
zwingt die BRD ihre Insassen auch noch dazu, dieser notorisch antichristlichen Firma die Bezeichnung katholische Kirche zuzubilligen. Wohlgemerkt, es ist ebenfalls ein Dogma, dass die Kirche dem Staat nicht unterworfen ist. Die BRD hingegen versucht aber ebenfalls mit aller Gewalt, die Katholiken auch diesbezüglich zum Glaubensabfall zu zwingen. Im Klartext: In der BRD dürfen Katholiken ihren Glauben nicht öffentlich bekennen. Ja, sie dürfen sich noch nicht einmal als Katholiken bezeichnen. Das BRD-Grundgesetz Artikel 4 behauptet: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Zur ungestörten Religionsausübung gehört definitiv unanfechtbar wenigstens auch, dass man seine Religionszugehörigkeit erwähnen darf. Aber die BRD führt bereits schon für das bloße Erwähnen der Religionszugehörigkeit Strafprozesse und verhängt dabei gerne auch sehr schwere Strafen. Ist die Behauptung, dass in der BRD die Grundrechte gelten, also auch eine Falschmeldung? Und was passiert, wenn sich jemand für seine Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses auf die Anfangsworte des Grundgesetzes beruft, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott? Diese Ordnung, dass das Geschöpf seinem Schöpfer unterworfen ist und ihm deshalb Gehorsam schuldet, ist ja zudem auch schon durch das Naturrecht klar erkennbar und dementsprechend heißt es auch im Neuen Testament ausdrücklich: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, in einem Strafprozess wegen Bekenntnis der katholischen Religion erklärt die BRD dagegen: Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche Bestimmungen. Das Bekenntnis der wahren Religion kann also gemäß der BRD-Wahrheitsindustrie nicht nur ein Verbrechen, sondern auch eine schwere Geisteskrankheit sein und von der BRD entsprechend behandelt werden. Jedenfalls ist gemäß der BRD-Wahrheitsindustrie das Bekenntnis der wahren Religion eines definitiv unanfechtbar nicht geschützt. Doch mit diesen ungeheuerlichen Falschmeldungen begnügt sich die BRD noch lange nicht. Der wegen des katholischen Glaubens Angeklagte konnte sowohl die Richter als auch die Staatsanwälte als auch einen sogenannten Gutachter schwerster Lügen überführen und dann triumphierte die BRD erst recht. Die BRD-Wahrheitsindustrie erklärte endgültig: Es besteht für Gutachter keinerlei Wahrheitspflicht, keinerlei Sorgfaltspflicht, keinerlei Argumentationspflicht. Jeder Gutachter darf jede verleumderische Lüge vorbringen und jedes Gericht darf sich auch dann auf jede noch so absurde Lüge stützen, auch wenn sie unanfechtbar als Lüge bewiesen ist. Die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage gegen jemanden, der ein radikal verleumderisches Falschgutachten gegen einen notorisch Unschuldigen erstellt, obendrein in einem Strafprozess mit einer erwarteten Mindeststrafe von 2 Jahren Gefängnishaft. Die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage gegen die Richter, die ein radikal verleumderisches Falschgutachten überhaupt zulassen und sogar mit aller Gewalt verteidigen. Die Richter verlangen keinerlei Widerruf dieser radikalen Verleumdung, sondern verteidigen den Verleumder hartnäckig und entlohnen ihn für die begangene massive Volksverhetzung, obendrein auch noch fürstlich aus Steuergeldern. Der Justizminister weist seine Staatsanwälte gar nicht an, die notwendigen Anklagen zu erheben, geschweige denn unternimmt er etwas gegen die Verlogenheit seiner Staatsanwälte. Nochmals, es ist elementar wichtig, die Wahrheit zu suchen, zu bewahren und zu verteidigen. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wer Facebook und Twitter als untrügliche Wahrheitsquelle auffasst, der hat wahrhaft ein echtes Problem. Denn es ist doch grundsätzlich jedem unausweichlich, auch an sich selbst erkennbar. Der Mensch ist zum Bösen geneigt und wenn man so einfach Unheil anrichten kann, dass man womöglich anonym im Internet irgendwelche Unwahrheiten verbreitet, dann erliegen eben manche dieser Versuchung. Trausche auf wem, dieser Grundsatz ist sogar noch älter als das Internet. Ungleich viel problematischer ist es aber angesichts der eindeutigen Fakten ganz klar, der BRD-Wahrheitsindustrie blind zu vertrauen. Was den BRD-Insassen jetzt blühen wird, nachdem die BRD-Wahrheitsindustrie eine besonders harte Gangart angekündigt hat, wird man sehen. Aber was immer geschehen mag, wir müssen an der Wahrheit festhalten. Christus ist die Wahrheit und die Wahrheit wird uns freimachen. Natürlich, es ist grundsätzlich nicht unbedingt verwerflich, sich bezüglich Klimalüge
Impflüge, Flüchtlingslüge und so weiter, um richtige Antworten zu bemühen. Aber es ist doch vor allem anderen unendlich viel wichtiger, sich bezüglich der Religion um richtige Antworten zu bemühen. Natürlich ist es einfacher, die Fußballergebnisse zu studieren, als den Katechismus zu lesen. Natürlich ist es einfacher, sich vom Fernseher berieseln zu lassen, als eine päpstliche Enzyklika zu lesen. Die Auseinandersetzung mit der katholischen Religion erfordert Aufmerksamkeit und insbesondere die Bereitschaft, die Wahrheit zu erkennen und ihr dann auch treu zu folgen, selbst wenn man dafür den Gerichten ausgeliefert würde. Fassen wir also auch für dieses Jahr den festen Vorsatz, die Wahrheit zu suchen, zu bewahren und zu verteidigen, damit wir dereinst teilhaben an der ewigen Freude mit Christus im Himmel. Amen.